Herzlich willkommen zu Ihrem Podcast zur Vorlesung Semantik und Pragmatik im Wintersemester 2020/21 an der HHU. Ich bin Simon Kasper und in dieser Folge spreche ich über die Frage, welche Abstraktionsgrade von Bedeutung unterscheidet man und wie hängen sie mit Semantik und Pragmatik zusammen? Die Frage ist selbst schon einigermaßen abstrakt und deshalb möchte ich nicht lange vorneweg reden und Ihnen gleich illustrieren, was damit gemeint ist. Der Podcast-Titel fragt zunächst einmal danach, welche Abstraktionsgrade von Bedeutung man unterscheidet. Die Frage hat folgenden Hintergrund. Erinnern Sie sich einmal an Ihre Einführungskurse für die Linguistik. Da ging es unter anderem um Ferdinand de Saussure, den Begründer des Strukturalismus und Mitbegründer der modernen Sprachwissenschaft. Eine der wichtigsten Unterscheidungen, die er in die Linguistik eingeführt hat, war diejenige zwischen Langue und Parole, zwischen dem Sprachsystem und dem Sprachgebrauch. Der Sprachgebrauch besteht aus all den konkreten Äußerungen, die bestimmte SprachbenutzerInnen zu bestimmten Zeitpunkten und an bestimmten Orten und allerlei Begleitumständen produzieren und rezipieren. Jede Äußerung ist ein konkretes Vorkommnis von Sprache und wird von Individuen hervorgebracht. Anders die Langue, das Sprachsystem. Das Sprachsystem ist nämlich ein System von Zeichen und diese Zeichen sind kollektive, konventionelle und arbiträre Assoziationen aus Lautbildern und Vorstellungen, Signifiant und Signifié. Diese Zeichen und das Zeichensystem, das sie konstituieren, sind nichts Konkretes, keine Vorkommnisse von Sprache, sondern sie sind aus dem Sprachgebrauch, aus den Myriaden von tatsächlichen und möglichen individuellen Äußerungen, den Vorkommnissen von Sprache abstrahiert. Damit existieren sie auch nur virtuell. Wir können sagen, die sprachlichen Zeichen und das Zeichensystem, dazu gehören auch grammatische Regeln, sind aus dem Sprachgebrauch abstrahiert und die konkreten sprachlichen Vorkommnisse sind Aktualisierungen des Sprachsystems. Pferd, hinter dem Horizont, hören Sie wissenschaftliche Podcasts und wir schaffen das. Das alles sind Zeichen der virtuellen Langue. Dass ich das so sage, ist allerdings ein Problem. Vielleicht haben Sie es auch selbst gemerkt. Ich habe ja gerade Pferd hinter dem Horizont, hören Sie wissenschaftliche Podcasts und wir schaffen das konkret geäußert. Damit sind das ja Instanzen der Parole und nicht der virtuellen Langue. Das stimmt und das Problem ist auch unumgänglich. Ich habe damit aber Einheiten der Langue gemeint. Alternativ denken Sie halt an ein anderes Tier als ein Pferd, zum Beispiel das kleine, graue, störrische. Sie werden für dieses Tier einen Ausdruck kennen und Sie werden eine Vorstellung zu diesem Ausdruck haben. Und Ihre KommilitonInnen ebenfalls, wenn Sie an den gleichen Typ Tier denken. Die Ausdrücke werden sich allerdings unterschiedlich anhören, wenn Sie alle sie jeweils aufsagen würden und Ihre Vorstellungen würden sich auch leicht unterscheiden, aber es würde auch etwas Gemeinsames zwischen all diesen Ausdrücken und Ihren assoziierten Inhalten geben. Und dieses Gemeinsame konstituiert die Langue. Und damit sind wir auch schon im Zentrum der Frage, welche Abstraktionsgrade von Bedeutung man unterscheidet. Bedeutungen im Sinne der Begriffe und Konzepte, die mit sprachlichen Ausdrücken assoziiert sind, sind ja auch etwas Virtuelles und Konventionelles, nämlich insofern sie die Inhaltsseite des sprachlichen Zeichens betreffen. Und nur in den Aktualisierungen dieser Zeichen in konkreten Äußerungen durch bestimmte Individuen werden mit den konkreten und individuellen Ausdrücken auch konkrete und individuelle Vorstellungen assoziiert. Folgende Unterscheidung wird also getroffen. Sofern von sprachlichen Ausdrücken im Sinne der Langue die Rede ist, spricht man von ihren Bedeutungen als Ausdrucksbedeutungen. Diese Bedeutungen sind, weil die Zeichen der Langue als Ganze kollektiv, konventionell und virtuell sind und sie die Inhaltsseite dieser Zeichen bilden, ebenfalls kollektiv, konventionell und virtuell. Sofern von sprachlichen Ausdrücken im Sinne der Parole des konkreten Sprachgebrauchs die Rede ist, spricht man von ihren Bedeutungen als Äußerungsbedeutungen.
Diese Bedeutungen sind Aktualisierungen der virtuellen Bedeutungen, sie entsprechen also der konventionellen Bedeutung, haben aber auch etwas Individuelles an sich und sie sind konkrete kognitive Zustände, nämlich mentale Vorstellungen. An der Unterscheidung von Ausdrucksbedeutung und Äußerungsbedeutung hängt noch einiges mehr dran, das für die Abstraktionsgrade von Bedeutungen und später auch für die Unterscheidung von Semantik und Pragmatik wichtig ist. Da Ausdrucksbedeutungen, also die jeweiligen Bedeutungen von Pferd hinter dem Horizont, wir schaffen das und so weiter aus dem konkreten Sprachgebrauch abstrahiert sind, sind sie auch von jedem Äußerungskontext abstrahiert. Mit anderen Worten, die Ausdrucksbedeutung dieser Ausdrücke besteht unabhängig von jeder Situation und jedem Kontext. Ausdrucksbedeutungen sind kontextunabhängig. Dagegen sind Äußerungen als Instanzen der Parole individuell und konkret und deshalb treten sie immer auch in Äußerungskontexten und Situationen auf. Äußerungsbedeutungen sind kontextabhängig. Betrachten wir uns die beiden Abstraktionsebenen der Bedeutung, die Ausdrucks- und die Äußerungsbedeutung, am Beispiel »Wir schaffen das«. Ich erwähne sicherheitshalber, dass dies eine historische Äußerung ist, die Angela Merkel 2015 geäußert hat, nachdem Deutschland viele Menschen aufgenommen hatte, die vor dem Krieg in Syrien geflohen waren und Sorgen über die Konsequenzen davon laut wurden. Aber wir wollen das zunächst unberücksichtigt lassen und fragen, was die Ausdrucksbedeutung dieser Äußerung ist. Als virtuelle Ausdrücke kommen darin die Wörter wir, schaffen und das vor. Und zusammen bilden sie den Satz, wir schaffen das. Generell ist der Satz eine virtuelle Einheit, eine Einheit der Long. Die Ausdrucksbedeutung von schaffen bekommen wir raus, wenn wir in ein Wörterbuch schauen, beispielsweise das digitale Wörterbuch der deutschen Sprache. Dabei werden 7 Lesarten von Schaffen angegeben. Etwas entstehen lassen, etwas zustande bringen, etwas bewältigen, etwas an einen Ort bringen, arbeiten, jemanden belasten, jemanden erschöpfen und süddeutsch-österreichisch jemandem etwas anordnen. Wenn wir schauen, dass Schaffen hier in unserem Satz »Wir schaffen das« mit einem menschlichen Subjekt und einem direkten Objekt im Satz auftritt, können wir einige Lesarten aufgrund der Valenzbeschränkungen schon ausschließen. Als plausibel bleiben etwas entstehen lassen, etwas zustande bringen, etwas bewältigen übrig. Mehr können wir tatsächlich zur Ausdrucksbedeutung von Schaffen innerhalb des zusammengesetzten Ausdrucks »Wir schaffen das« nicht sagen. Das Fehlen eines situationellen Kontexts lässt die Ausdrucksbedeutung hier unterspezifiziert. Das ist der Ausdruck, den man dafür benutzt. Was ist mit wir und mit das in wir schaffen das? Hier können wir noch weniger sagen als bei schaffen. Mit wir ist die sprechende Person und mindestens eine weitere gemeint, sofern das kein Majestätsplural ist. Und mit das ist irgendwas im Kotext gemeint, von dem schon einmal die Rede war. Oder etwas Außersprachliches, auf das noch eine Zeigegeste gerichtet ist. Wer bzw. was aktuell mit wir und das gemeint ist, ergibt sich auch erst mit Hilfe eines Äußerungskontextes. Solche Ausdrücke, deren Bedeutung sich nur durch einen Äußerungskontext ergibt, nennt man deiktische, das heißt zeigende Ausdrücke, weil sie im wörtlichen oder übertragenen Sinne auf etwas zeigen, das nur in einer konkreten Situation da ist. Die Ausdrucksbedeutung eines Satzes ergibt sich nun aus den Ausdrucksbedeutungen der Wörter, die darin enthalten sind, und der Art, wie sie syntaktisch verknüpft sind. Das besagt das sogenannte Kompositionalitätsprinzip. Wenn wir die Bedeutungskomposition abkürzen, kommt etwa Folgendes raus. Die sprechende Person und mindestens eine weitere Person, Majestätsplural außer Acht gelassen, lassen etwas entstehen, bringen etwas zustande oder bewältigen etwas, auf das mit das Bezug genommen wird. Das wäre also die virtuelle Ausdrucksbedeutung von »Wir schaffen das«, die zustande kommt, wenn man eine Sprache als ein abstraktes System betrachtet, das aus dem Sprachgebrauch abgeleitet ist. Und obwohl dieser Satz etwas Virtuelles ist und keinen Kontext hat, kann man fragen,
und das tut tatsächlich die Semantik, unter welchen Bedingungen er wahr ist. Oder anders, wie muss die Wirklichkeit beschaffen sein, damit er wahr ist? Dieser Satz ist in allen Äußerungssituationen wahr, in denen gilt, dass die sprechende Person und mindestens eine weitere Person, Majestätsplural außer Acht gelassen, etwas entstehen lassen, etwas zustande bringen oder etwas bewältigen, auf das mit das Bezug genommen wird. Um diese Wahrheitsbedingungen anzugeben, ist es nicht nötig zu wissen, welche Person oder Personen genau mit wir gemeint sind, welche Lesart von Schaffen gemeint ist und worauf mit das genau Bezug genommen wird. Wenn wir aber nicht nur verstehen wollen, unter welchen Bedingungen wir schaffen das wahr ist, sondern auch beurteilen möchten, ob wir schaffen das wirklich wahr ist, müssen wir die Äußerungsbedeutung festlegen. Und das geht, wie gesagt, nur, wenn der Satz in einem aktuellen, situationellen Kontext verwendet wird. Dieser Kontext liefert nämlich erst die Bezugsgegenstände, die Referenten der deiktischen Ausdrücke wir und das. Da die Äußerungsbedeutung zur Ausdrucksbedeutung hinzukommt, sagt man auch, sie reichere die unterspezifizierte Ausdrucksbedeutung an oder sie spezifiziere die Ausdrucksbedeutung. Sie sollten dabei aber bedenken, dass das eigentlich ein linguistischer Selbstbetrug ist. Die LinguistInnen haben ja zuerst die unterspezifizierte Ausdrucksbedeutung aus der vollspezifizierten Äußerungsbedeutung künstlich herausabstrahiert, und zwar in dem Zuge, in dem sie die Langue aus der Parole herausabstrahiert haben. Jetzt zu sagen, die Äußerungsbedeutung reichere die Ausdrucksbedeutung an, ist eigentlich irreführend. Eher müsste man sagen, die Ausdrucksbedeutung werde künstlich aus der Äußerungsbedeutung herausgelöst. Aber weiter im Text oder besser Kontext. Wir schaffen das ist ein historisches Stück Parole. Angela Merkel hat das am 31.08.2015 auf der Bundespressekonferenz gesagt. Und wenn wir den Rest des Kontexts auch noch ergänzen, wissen wir auch, was sie mit Schaffen, mit Wir und mit Das gemeint hat. Die Äußerungsbedeutung lautet also in etwa, Bundeskanzlerin Angela Merkel und die BürgerInnen Deutschlands schaffen, in der Lesart bewältigen, die Herausforderung, die die Ankunft der syrischen Kriegsgeflüchteten darstellt und die durch Das bezeichnet wird. Das ist also die aktuelle Äußerungsbedeutung der konkreten Äußerung »Wir schaffen das«. Wenn man die Äußerungsbedeutung kennt, könnte man nun prinzipiell auch beurteilen, ob die Äußerung in ihrer Äußerungssituation wahr ist. Voraussetzungen dafür sind allerdings noch, dass man glaubt, die Wirklichkeit habe eine bestimmte Struktur, dass wir mit Sprache Aussagen über diese Struktur machen und dass diese Struktur erkennbar ist. Die meisten wahrheitsfunktionalen SemantikerInnen und PragmatikerInnen glauben das, aber sie können trotzdem nicht sicher sagen, ob die Äußerung wahr ist, weil sie die Wirklichkeit zwar für erkennbar halten, sie aber faktisch nicht erkannt ist. Die Ausdrucksbedeutung ist Gegenstand der Semantik. Die Äußerungsbedeutung ist Gegenstand der Semantik und der Pragmatik. Die Semantik hat es mit kontextunabhängiger Bedeutung zu tun, aber sie hat es auch mit Referenz zu tun. Und die deiktischen, die zeigenden Ausdrücke sind es hier, die die Referenten beisteuern. Die Pragmatik hat es mit kontextabhängiger Bedeutung zu tun und die Deixis tritt erst in konkreten Kontexten auf. Daher ist sie auch eines der pragmatischen Kerngebiete. Wir haben mit der Ausdrucks- und Äußerungsbedeutung zwei Abstraktionsgrade der Bedeutung kennengelernt und haben gesehen, wie sie zueinander in Beziehung stehen. Die Semantik hat es mit der Ausdrucksbedeutung und Äußerungsbedeutung zu tun, die Pragmatik hat es nur mit der Äußerungsbedeutung zu tun. Ist mit diesen beiden Bedeutungstypen die Bedeutung der historischen Äußerung »Wir schaffen das« erfasst? Nein, ist sie nicht. Die Äußerungsbedeutung war ja, Bundeskanzlerin Angela Merkel und die BürgerInnen Deutschlands schaffen, in der Lesart bewältigen, die Herausforderung, die die Ankunft der syrischen Kriegsgeflüchteten darstellt und die durch das bezeichnet wird. Angela Merkel hat damit sicher nicht oder nicht nur das über den Zeitpunkt der Äußerung ausgesagt.
Vielmehr hat sie, indem sie die Äußerung mit ihrer Ausdrucks- und Äußerungsbedeutung getätigt hat, noch mehr getan. Nämlich, sie hat damit auch eine Handlung vollzogen. Sie hat nämlich etwas behauptet, was die Zukunft betrifft. Sie hat eine Prognose getroffen und sie wollte damit auch die deutschen BürgerInnen beruhigen und ermutigen. Und zwar dazu, die Herausforderung anzunehmen. Man nennt diese Handlungen, die man außerdem vollzieht, wenn man Äußerungen tätigt, illokutionäre Akte. Handlungen des Behauptens, des Prognostizierens, des Beruhigens und Ermutigens sind solche illokutionären Akte und sie sind nochmal was anderes als die Ausdrucks- und Äußerungsbedeutungen. Die zuletzt genannten gehören zum Ausgesagten selbst, deshalb sind sie Teile des sogenannten lokutionären Akts. Lokutionäre und illokutionäre Akte sind zwei verschiedene Teilaspekte von sogenannten Sprechakten. Die illokutionäre Bedeutung bezieht sich also auf die Handlung, die man außerdem noch vollzieht, wenn man eine Äußerung, eine Lokution tätigt, die selbst schon eine Ausdrucks- und eine Äußerungsbedeutung hat. Die illokutionäre Bedeutung stellt deshalb noch einen weiteren Bedeutungstyp neben den Ausdrucks- und Äußerungsbedeutungen dar. Da die Illokution abhängig ist von den Zwecken, die SprecherInnen verfolgen, man sagt auch von ihren Intentionen, mit T in der Mitte, nennt man diesen Bedeutungstyp auch SprecherInnenbedeutung. Illokutionen bzw. SprecherInnenbedeutung sind exklusiv das Thema der Pragmatik. Ich fasse zusammen, man kann als Abstraktionsgrade der Bedeutung die Ausdrucks-, die Äußerungs- und die SprecherInnenbedeutung unterscheiden. Die Semantik behandelt Ausdrucks- und Äußerungsbedeutungen, die Pragmatik behandelt Äußerungs- und SprecherInnenbedeutungen. Und das soll es für dieses Mal gewesen sein. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und sage auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.